Lebst du das Leben, das du wirklich leben möchtest? Gehst du den Weg, der wirklich tief aus dir drin kommt? Der Weg, bei dem du genau weißt, dass es dein Weg ist. Dass es der Weg ist, den du wirklich, wirklich gehen willst. Sozusagen dein Herzensweg. Oder tust du eine Sache, auf die du vielleicht gar keine wirkliche Lust hast? Gehst du einen Weg, den du nur gehst, weil du denkst, dass du ihn gehen musst? Weil du denkst, dass du keine andere Option hast, als vielleicht jeden Tag 8 Stunden einen Job nachzugehen, der dir keinen Spaß macht. Gehst du einen Weg, in dem du Dinge einfach nur deswegen tust, um andere zufriedenzustellen, so dass du auf keine Widerstände im Außen stößt, so damit du gemocht wirst von anderen, oder bist du auf einen Weg, der tief aus dir drin kommt, der aus einer Leidenschaft, einer Erfüllung, einem Ja zum Leben kommt? Wenn das noch nicht der Fall ist, schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Mein Name ist Sebi Heindl und ich helfe Menschen dabei, mit meinen Coaching-Programmen in ihre eigene Kraft zurückzukommen, ihren Herzensweg zu erkennen und diesen zu gehen. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du das schaffen kannst. Lass uns dazu erstmal anschauen, was das Gegenteil des Herzensweges ist und wie es zustande kommt, dass quasi 99,9% aller Menschen, obwohl sie spüren, dass sie unglücklich sind, diesen Weg gehen. Der Hauptgrund dafür ist, dass wir irgendwann einmal in der Vergangenheit gelernt haben, Anerkennung von außen zu beziehen. Anders gesagt, eines der Grundbedürfnisse, die wir als Mensch haben, ist das Bedürfnis nach bedingungsloser Liebe. Aber schon in unserer Kindheit haben wir gelernt, dass Liebe meistens keineswegs bedingungslos ist. Dass wir diese Liebe nur bekommen, wenn wir bestimmte Dinge so machen, wie sie von uns verlangt werden. Wenn wir brav sind, artig sind, unsere Hausaufgaben machen, x, y, z. Das hat dazu geführt, dass wir uns selbst mehr oder weniger dazu programmiert haben, uns bei unseren Entscheidungen am Außen zu orientieren. Weil wir das Ergebnis wollten, einfach nur angenommen und geliebt zu werden. Und diese Gewohnheit, die im Laufe unseres Lebens immer mehr zu einem festen Reaktionsmuster geworden ist, also zu einem Muster, das einfach so automatisch abläuft, ohne dass wir bewusst diese Entscheidung treffen, führt dazu, dass wir uns nur noch am Außen orientieren. Nur noch daran orientieren, was andere von uns wollen, was die Gesellschaft von uns will, was unser Chef von uns will, was unsere Freunde, unsere Eltern, Familienmitglieder oder sonst jemand von uns will. Weil wir eine unglaubliche Angst davor haben, zurückgewiesen werden zu werden, nicht dazu zu gehören. Und das führt mit der Zeit dazu, dass wir uns von unserem Inneren, von unseren Herzen, von unserer Intuition, von dem Teil in uns, der genau weiß, was wir wollen, was das Beste für uns ist, der Teil in uns, der Klarheit besitzt, abspalten. Abspalten, weil diese Gewohnheit des am Außen orientieren so stark in unser Wesen eingepflanzt wurde, von Geburt an. Die Frage ist also, wie kommen wir aus der ganzen Sache raus? Und die Antwort ist, fang an, dich am Innen zu orientieren. Fang an, in dich hineinzugehen. Das ist ein einfacher Weg. Jeder kann einfach mit dem richtigen System in sich hineingehen. Es ist ein Weg, der einfach nur ein paar Schritte konsequent ausgeübt erfordert. Dennoch ist es ein Weg, der für die meisten extrem schwer ist, weil es ein Weg ist, der Widerstand im Außen mit sich bringt. Und vor diesem Widerstand haben die meisten Menschen Angst. Und die Lösung findest du unter diesem Video, wenn du auf den Link klickst. Schau vorbei in der Freedom Academy und bewirb dich dort auf ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir uns erstmal anschauen, ob dieser Prozess für dich geeignet ist. Wir unterhalten uns mit dir und wenn wir feststellen, das Ganze ist für dich geeignet, dann schlagen wir dir vor, mit uns an Bord zu kommen. Wenn wir aber sehen, das ist nichts für dich, dann helfen wir dir trotzdem weiter. Wir sagen dir, du kannst X, Y, Z machen, aber wir nehmen dort wirklich nur Menschen auf, wo wir sehen, sie wollen wirklich ihr Leben verändern. Sie haben keine Angst davor, keine Angst vor möglichen Konsequenzen. Sondern sie sind bereit, den Sprung ins Ungewisse zu wagen, bereit, zu sich selbst zurückzukommen, bereit, ihren Herzensweg zu gehen und bereit, das Leben zu leben, von dem sie vielleicht immer geträumt haben. Also,
Wenn du so ein Mensch bist, klick mal auf den Link unten in der Infobox und wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. Ciao.